Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Sitzung und Veranstaltung von ZEC Live 45 Minuten, heute in verkürzter Form mit unserem ehrenwerten Gast, Herr Dr. Norbert Lammert, den ich Ihnen ganz kurz in würdiger Gegebenheit vorstellen würde, bevor wir dann ins Gespräch direkt einsteigen. Herr Dr. Lammert ist ein prominenter deutscher Politiker der CDU, der vielen von Ihnen sicherlich bekannt sein sollte aus den unterschiedlichen Kontexten der letzten 4 Jahrzehnte der Politik. Nach seinen Anfängen in der Kommunalpolitik war er von 1980 bis 2017, also 37 Jahre, Mitglied des Deutschen Bundestages und von 1989 bis 1998 als parlamentarischer Staatssekretär tätig. Und dann folgten eben von 2002 bis 2005 das Amt des Vizepräsidenten des Bundestages und anschließend 2017 als Präsident des Bundestages. Seit Januar 2018 ist Herr Dr. Lammert der Vorsitzende der renommierten Konrad-Adenauer-Stiftung. Darüber hinaus ist Herr Lammert in zahlreichen Gremien und Vereinigungen aktiv, deren Aufzählung sicherlich jetzt die nächsten halbe Stunde füllen würden, sodass ich darauf Leider. verzichte. Und er hat sich ebenfalls als Autor und Co-Autor diverser Werke profiliert. Ein Werk, das ich Ihnen wärmstens ans Herz legen kann, ist jetzt sein aktuell erschienenes Werk, das jetzt in April diesen Jahres erschienen ist, Glaube braucht Vernunft, Verantwortung vor Gott und den Menschen, das wie gesagt im April diesen Jahres erschienen ist. In dem Buch plädiert Herr Lammert leidenschaftlich für dringend benötigte Reformen und betont die Bedeutung einer intelligenten Verbindung zwischen Staat und Kirche sowie mehr Beteiligung und Versöhnung zwischen Glaube und Vernunft. Also Stichwort synodaler Weg etc. Das sind alles Aspekte, die in dem Werk behandelt werden, beziehungsweise aus seiner Sicht nochmal aufgegriffen werden. Daher kann ich Ihnen das Buch wärmstens ans Herz legen. Wir werden heute mit Herrn Lammert über das große Thema innerhalb der kurzen Zeit, die uns zur Verfügung steht, zum Thema Säkularisierung, Gesellschaft und Glaube ins Gespräch kommen, sodass ich direkt vielleicht mit der Frage starten würde, Herr Lammert, wie beurteilen Sie angesichts der zunehmenden Säkularisierung unserer Gesellschaft die Rolle von Religion oder Glauben in zeitgenössischer öffentlichen Diskurs? Ja, das ist gar nicht so leicht, in einen Befund zu bringen. Es ist viel einfacher, auf die einschlägigen bekannten statistischen Veränderungen zu verweisen, als eine damit parallel verlaufende Säkularisierung für offenkundig zu erklären. Also das war jetzt vielleicht auch ein bisschen kryptisch. Alle wissen ja, dass wir in Deutschland nie ein so hohes Maß an religiöser Vielfalt in der Geschichte hatten wie gegenwärtig und gleichzeitig auch nie einen so hohen Anteil von Menschen, die überhaupt keiner Religionsgemeinschaft angehören. Das könnte man auf den ersten Blick für ein hinreichendes Indiz eines zunehmenden Bedeutungsverlustes von Religion interpretieren, was nicht ganz falsch, aber eben auch ganz gewiss nicht völlig richtig ist. Denn interessanterweise ist der großen Mehrheit der hier lebenden Menschen und auch einem beachtlichen Teil der nicht religiös gebundenen Religion als Orientierung in einer modernen Gesellschaft nach wie vor wichtig, und zwar unabhängig von der eigenen religiösen Bindung und Aktivität. Dazu gibt es ja noch ein auch nicht mehr neuen Befund, dass man, wenn wir über dieses Thema reden, streng unterscheiden muss zwischen kirchlichen Bindungen und religiösen Bindungen. Die Kirchenbindung geht dramatisch zurück und da sehe ich offen gestanden auch
keinen erkennbaren Haltepunkt. Da haben wir ja gerade auch im vergangenen Jahr nochmal eine spektakuläre Beschleunigung einer ohnehin seit Jahren zu beobachtenden Entwicklung erlebt. Wobei dann, wenn ich jetzt von Kirchen rede, ich natürlich die christlichen Kirchen meine, die überhaupt zum ersten Mal in der jahrhundertealten deutschen Geschichte gemeinsam einen Anteil von weniger als 50% der hier lebenden Menschen auf sich vereinigen können. Dennoch ist die Schlussfolgerung ein bisschen verkürzt. Mindestens die andere Hälfte fände erkennbar Religion für moderne Gesellschaften und auch und gerade für politisches Handeln längst irrelevant. Das ist auch schon deswegen falsch, weil unter den knapp 50%, die immer noch einer Kirche angehören, ein beachtlicher Teil ist, der aus purer Gewohnheit oder aus den unterschiedlichsten Motiven diese förmliche Verbindung nicht aufgeben will, jedenfalls nicht aufgegeben hat, ohne dass sich daraus eine starke religiöse Bindung herleiten ließe, während wir in der anderen Hälfte der deutschen Bevölkerung einen beachtlichen Teil von Menschen haben, die anderen Religionsgemeinschaften angehören, mit wiederum unterschiedlich ausgeprägter religiöser Bindung. Ich finde den eigentlich einfacher, aber auch keineswegs unproblematischer zu ziehenden Schluss, dass uns jüngere Untersuchungen zeigen, dass ein beachtlicher Teil der Gesellschaft, also der in Deutschland lebenden Menschen, die wachsende Pluralität für eine Bedrohung hält. Und wenn man genau hinguckt, also Sie werden ja die Zahlen des regelmäßig erhobenen Religionsmonitors im Auftrag der Bertelsmann Stiftung auch kennen, dann finde ich besonders aufschlussreich, dass 34% der Mitglieder einer christlichen Kirche die religiöse Vielfalt in Deutschland für eine Bedrohung halten, aber 38% der Menschen ohne Religionszugehörigkeit. Da könnte man ja zunächst vermuten, denen könnte das doch völlig wurscht sein. Ist es aber nicht. Also es gibt irgendwo eine nur schwer fassbare, deswegen fällt mir auch eine schlüssige, knappe Antwort zu Ihrer Eingangsfrage nicht ein. Es gibt eine diffuse, aber erkennbare Einschätzung der Relevanz des Religiösen auch und gerade in modernen Gesellschaften. Eine Minderheit der hier lebenden Menschen empfindet das eher als Problem. Manche davon sogar als Bedrohung, vermutlich nicht alle, aber viele davon als Bedrohung der Dominanz der eigenen Religion, die Konkurrenz bekommen hat, während eine große Mehrheit unabhängig von eigener religiöser Bindung und Betätigung, jedenfalls von der Bedeutung von Religion nach wie vor eher überzeugt zu sein scheint. Ja, vielen Dank für diese sehr differenzierte Antwort, die letztendlich ja auch aufzeigt, wie schwierig es ist, eine Antwort auf diese sehr komplexe Situation oder die Entwicklung der Gegenwart aufzuzeigen. Sie hatten zwei Aspekte erwähnt, Herr Dr. Lammert. Das eine war, das haben Sie etwas umschrieben und erlauben Sie mir, das so ein bisschen überpointiert als religionsfeindlich, als religionsablehnend zu bezeichnen, dass wir so eine Entwicklung haben, in der Religion letztendlich auch ablehnende Haltung ist, aber zugleich auch auf die Entwicklung verwiesen, dass Religiosität nicht mehr an den Orten stattfindet, wie wir es vielleicht über Jahrhunderte eher als Konnotation in Verbindung gebracht haben, ob Kirche, Moschee, Synagogen, sondern Religiosität sich wandelt und verändert. Würden Sie sagen, dass es den Glaubensgemeinschaften jetzt spezifisch aus Ihrer Perspektive gesprochen, dass es der Kirche oder das Christentum im deutschsprachigen Kontext es nicht gelingt, auf diese Entwicklungen zeitgemäß zu reagieren? Das würde ich ohne Zögern mit Ja beantworten. Allerdings sehe ich darin jetzt keine exklusive deutsche Ja. Problemlage.
Mir ist als Mitglied der katholischen Kirche die beinahe auf Dauer gesetzte Blockade überfälliger Veränderungen ein besonderes Ärgernis. Aber ich kann ja nicht ernsthaft behaupten, dass ich mich dann unter diesem Gesichtspunkt etwa in Amerika besser aufgehoben fühlte, wo die amerikanische Bischofskonferenz zwischen Betonköpfen und einer überschaubaren Minderheit von aufgeschlossenen Reformern beinahe in einer ähnlichen Weise polarisiert ist wie die amerikanische Gesellschaft. Man könnte fast vermuten, dass hier vielleicht auch ein Zusammenhang besteht, was ich jetzt gar nicht weiter vertiefen will. Also nochmal, ja, dass gerade sozusagen die organisierte Religiosität keine wirklich belastbare Brücke zu gesellschaftlichen Veränderungen gefunden hat und teilweise sich auch zu weigern scheint, eine solche Verbindung zu suchen. Das gehört für mich zu den erkennbaren und ärgerlichen Befunden, schon gar mit Blick auf Deutschland. Ja. Ja, also um darauf nochmal zurückzukommen, dieses Abwandern von diesen, ob als das, was Sie als institutionelle Kirche beschrieben haben, hin vielleicht zur freieren Formen des Glaubens, vielleicht des Nichtglaubens, wie auch immer man jetzt diese neuen unterschiedlichen Erscheinungen einzuordnen mag, haben ja trotz allem eine Auswirkung auf unsere Gesellschaft und auch auf die religiöse Relevanz und Irrelevanz, ob institutionell geregelt oder vielleicht als Instanz oder als Stimme im Konzert der unterschiedlichen Stimmen, insbesondere was die moralische und ethische Gefüge unserer Gesellschaft angeht. Wie schätzen Sie diese potenziellen Auswirkungen dieser Entwicklung insbesondere auf diese Orientierungscharakter, den Kirche in vielerlei Hinsicht in Gesellschaft über die vergangenen Jahrzehnte hatte und heute vielleicht eine ganz andere Rolle eingenommen hat? Ja, vielleicht macht es Sinn, dieses allgemeine Thema eher mit konkreten Beispielen durchzudeklinieren als auf der Gerne. Abstraktionsebene. Ich nehme mal, weil es ja auch jetzt ein aktueller Entscheidungsgegenstand im politischen System ist, das Thema Sterbehilfe oder Suizidbeihilfe. An dem Thema kann man zweierlei recht gut erkennen. Erstens, dass es erhebliche Veränderungen in unserer Gesellschaft gegeben hat, was das Verständnis von Selbstbestimmung auch und gerade über das eigene Leben angeht und die für zulässig oder übergriffig gehaltenen gesetzlichen Regelungen und/oder auch gesamtgesellschaftlichen Erwartungen. Und auf der anderen Seite ist genauso offensichtlich, dass es jedenfalls für die Vorstellung, das sei eine reine Privatangelegenheit. Dafür bedürfe es überhaupt keiner Regelung. Und außerdem unmittelbar betroffen ginge das niemanden was an. Ja, nicht mal eine ausgeprägte, schon gar keine starke Minderheit gibt. Im Deutschen Bundestag jedenfalls wird diese Position überhaupt nicht vertreten. Es geht eigentlich in Anführungszeichen nur um die Frage, ob und wie denn einer im Übrigen ja viele überraschenden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts Rechnung getragen werden kann, dass im Kern einer staatlichen Regelung das Selbstbestimmungsrecht stehen muss und nicht gesellschaftliche, nicht nur, aber insbesondere auch religiös geprägte Erwartungen. Das ist erkennbar noch vor wenigen Jahren deutlich anders gewesen. Und Konrad Adenauer, der Namensgeber der Stiftung, der ich nun vorstehe, hätte sich die Debatte nur schwer vorstellen können, die wir dazu inzwischen in Deutschland führen. Also an diesem Thema wie an manchen anderen Themen, die nicht zufällig besonders häufig mit dem Entstehen und dem Beenden von Leben zusammenhängen. Also was heute medizinische Forschung und medizinische Technik zur Verfügung stellt und im Übrigen ja in Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte gar nicht verfügbar war, schafft nicht nur Optionen
von denen mehr oder weniger gründlich und spontan Gebrauch gemacht wird, sondern ist auch nach allgemeinem Verständnis mit ethischen Fragestellungen verbunden, die nicht alle für sich gleich beantworten, von denen aber fast niemand sagt, sie spielten auch keine Rolle. Und da kann man, glaube ich, die Ambivalenz ganz gut erkennen. Übrigens bis hin in den Punkt, da muss ich jetzt eine freundliche Bemerkung auch zu den organisierten Kirchen machen, auch deren Einlassungen zur Sterbebegleitung unterscheiden sich natürlich von den Einlassungen, die die gleichen Organisationen vor 20 oder 30 oder gar noch mehr Jahren zum gleichen Thema gemacht haben, signifikant. Ja, ich glaube, was im Grunde genommen ich nochmal durch Ihr sehr anschauliches Beispiel entnehmen konnte, ist, dass es eben jetzt waren es medizinethische Fragestellungen, die sicherlich auch verfassungsrechtlich eine zentrale Rolle gespielt haben entlang der letzten Urteile und des Bundesverfassungsgerichts. Immer eine Stimme ist, die auch eine theologische, eine religiöse ist. Trotz allem ist doch einzugestehen, und das hatten Sie in Ihren ersten Ausführungen angeführt, dass die Wahrnehmung dieser Stimme, die Wahrnehmung dieser Instanz, die da auch noch mal auf etwas hinweist, die vielleicht in den Debatten, ob medial pointierter oder weniger pointiert dargestellt werden, sehr wenig oder marginaler wahrgenommen wird. Also ob institutionelle Kirche oder vielleicht frei organisierte Personen, die aus ihrem Glauben argumentieren, diese Stimmen immer weniger wahrnehmbarer werden. Und das macht was mit einer Gesellschaft. Ja, also auch nach meiner Wahrnehmung ist die Autorität der Institutionen deutlich zurückgegangen. Sie sind in ihrer Akzeptanz nachhaltig geschwächt, sodass die Autorität eigentlich nicht mehr durch die Institution mobilisiert wird, sondern durch Personen, denen man die Kompetenz und Redlichkeit und Integrität zubilligt, die die Institutionen zum Teil bereits eingebüßt haben. Ja, nun ist es ja mit Deutschland, diesem Beispiel, jetzt jenseits des Institutionellen, auch im akademischen Kontext, ist die Theologie ein, würde ich sagen, ein jahrhundertaltes, traditionell sehr stark in der akademischen Kontext wahrnehmbare Stimme gewesen, gerade in Deutschland und auch in der Geschichte der Theologie in Deutschland. Ungeachtet dessen wird aber gerade, was Sie jetzt auf die Sterbehilfe als Beispiel jetzt bezogen, angeführt haben, argumentiert. Nun, wir haben die Wissenschaft, wir haben Rationalität, Stichwort die philosophischen Sichtweisen auf einen Aspekt, so dass sich die grundlegende Frage stellt, wozu dann diese religiöse Überzeugungen oder Hinweise, dass haben wir in unserer säkularen Gesellschaft auch gar keinen Platz mehr für. Und sehen Sie da nicht Möglichkeiten, in der gerade diese Sichtweise durch die Religion auch bereichert werden könnte, indem Religion Impulse setzen kann, indem es dann nicht mehr heißt als Unternehmen, nee, Wirtschaftsethik machen wir nicht aus religiöser Perspektive, aber sehr gerne aus säkularer. Nee, Medizinethik machen wir nicht so gerne aus der religiösen Perspektive, aber sehr gerne aus einer säkularen. Wie auch immer diese Verständnismöglichkeiten dann säkular dann gedeutet werden. Aber es wird immer so diese Polarität dann konzipiert. Ja, also ich halte das für eine artifizielle Unterscheidung, weil sie ja suggeriert, dass es jenseits religiöser Orientierungen eine autonome ethische Orientierung für Personen oder Gesellschaften gäbe. Mit diesem Thema haben sich im Übrigen ja auch schon unsere Verfassungsväter und die wenigen Verfassungsmütter beschäftigt und noch intensiver das Bundesverfassungsgericht, das die Bekräftigung des säkularen Selbstverständnisses dieses Staates
mit einer ausdrücklichen Bekräftigung der Bedeutung religiöser Orientierung und Überzeugungen verbunden hat. Und zur Überraschung von manchen säkularen Rechtsgelehrten oder auch Politikwissenschaftlern oder Historikern, dem Staat nicht nur das Recht zugebilligt hat, solche religiösen Überzeugungen lebendig zu erhalten, sondern geradezu das vitale Interesse des Staates an der Aufrechterhaltung der Grundlagen, auf denen die Architektur der eigenen staatlichen Ordnung beruht. Es gibt ja den berühmten, zu Tode zitierten Satz, dass unsere demokratische Verfassungsordnung auf Voraussetzungen beruhe, die der Staat selbst nicht schaffen könne. Also Wolfgang Böckenförde. Und diese Einsicht findet sich ja in einer Vielzahl sowohl von theologischen wie von juristischen Texten. In dem von Ihnen freundlicherweise zu Beginn angesprochenen kleinen Buch, das ich kürzlich vorgelegt habe, mache ich ja darauf aufmerksam, dass selbst ein so bedeutender Denker wie Jürgen Habermas, der nun nicht nur kein Theologe ist, sondern sich selbst gewissermaßen für religiös unmusikalisch erklärt hat, auf diesen logischen Zusammenhang immer wieder hinweist. Und daraus eben auch nicht nur die Legitimation der Verbindung von staatlichem und gesellschaftlichem Verhalten und der Unterstützung religiöser Orientierungen herleitet, weil er sonst eine seiner berühmten Formulierungen die Gefahr einer entgleisenden Modernisierung der Gesellschaft sieht. Also nochmal, ich würde in dem von Ihnen angesprochenen Reflex, also wenn überhaupt, machen wir Wirtschaftsethik aus säkularer, aber nicht aus religiöser Perspektive, eher so eine Verlegenheitsgeste sehen. Man möchte sich, und das bestätigt wieder das vorhin angesprochene Indiz des Institutions, des Verlustes von Institutionsglaubwürdigkeit, erst gar nicht in den Verdacht bringen, sich von denen noch irgendwas sagen lassen zu wollen. Ja. Aber auf einen Mindestbestand an nicht ökonomischen Kalkülen, sondern ethischen Prinzipien und Orientierungen will man eben doch nicht verzichten. Ja, das ist vollkommen zutreffend, Herr Lammert. Das sind eben genau, es gibt, es scheint ein sehr verzerrtes Verständnis von diesem Begriff dann Religion zu geben. Und der scheint ja dann auch in unterschiedlichen Intensitäten und Rängen auch von den Leuten dann wahrgenommen zu werden, dass man dann sich von dem religiösen Wirtschaftsethik dann oder von der religiösen Einsicht einer Medizinethik dann distanziert. Und da sind eben die Begrifflichkeiten Autorität eine oder institutionalisierte Autorität besonders dann bemerkenswert. Jetzt hatten wir über diese unterschiedlichen Entwicklungen, die gerade sozusagen Religion auch in einer bestimmten Art und Weise in die marginale Situation bringen, also unter 50%, das hatten Sie extra nochmal vorgehoben, dass es in der Geschichte Deutschlands tatsächlich, soweit wie wir sie erfasst haben, noch nicht gegeben hat. Können aber solche Entwicklungen, die wir haben, ob wir sie jetzt säkular, vielleicht Religiosität in anderen Kontexten, wo sie stattfindet, das bedeutet ja nicht, dass diese Menschen, die jetzt nicht in der Institution Kirche organisiert sind, dass sie dann nicht glauben oder nicht ihre Religiosität haben. Bedeutet das auch eventuell eine Chance für die institutionalisierten Kirchen, für die institutionalisierte Religiosität, dass solche Entwicklungen vielleicht auch etwas anregen? Und da würde meine Frage sein, sehen Sie da Möglichkeiten? Also mir fällt zunächst mal beim Thema Glauben und Glaubensverlust ein sehr prägnanter Satz ein, den ein leider längst verstorbener, guter, älterer, Freund, von mir in ähnlichen Zusammenhängen vorzutragen pflegte, wenn er sagte, die Leute, die für sich erklären, sie glaubten nichts. Glauben bei genauem Hinsehen nicht nichts, sondern alles Mögliche. Und das ist
glaube ich, ein nicht nur ein flott formulierter Satz, sondern eine ziemlich zutreffende Einsicht, sich den Menschen als rein rationales Wesen vorzustellen, das sich allein mit den Mitteln der Vernunft seine eigene Welt und Umgebung aneignen könnte, ist eine ziemlich steile und nicht sehr wirklichkeitsnahe Vorstellung. Und deswegen finde ich auch sehr erhellend, dass es ja nicht nur die berühmt-berüchtigten einfachen Leute sind, die zur Abrundung gewissermaßen ihrer Suche nach Halt, nach Orientierung, nach Verlässlichkeit, dann auf Glaubenswahrheiten oder Glaubensmuster zurückgreifen. Es sind auch im wörtlichen Sinne Geistesgrößen der Menschheitsgeschichte, deren Kapazität der rationalen Durchdringung der Welt das Fassungsvermögen der Durchschnittsbürgerinnen und Bürger bei weitem übersteigt und die am Ende sozusagen bei Glaubenswahrheiten landen. So, und deswegen, es ist sicher, also entspricht auch meiner Wahrnehmung der gesellschaftlichen Wirklichkeit, was etwa jetzt auch wieder im Glaubensmonitor deutlich geworden ist, dass die meisten sich selbst als religiös verstehenden Menschen auf eine entsprechende Frage, sie seien mehrheitlich gar nicht oder wenig religiös, aber eben nicht gar nicht mehr. Da gibt es einen interessanten statistischen Unterschied zwischen Christen und Muslimen, wo das jedenfalls von der Artikulation des Selbstverständnisses her nochmal unterschiedlich ist. Aber auch bei Muslimen sagt die Mehrheit nicht, sie seien streng religiös oder stark religiös, sondern so mittel oder ein bisschen. Aber der spannende Punkt ist ja eigentlich, wie viele sagen gar nicht, kaum jemand. Es gibt da irgendwo einen Rest von Dingen, von Entwicklungen, von Zusammenhängen, die man sich nicht plausibel erklären kann, die man aber auch nicht auf sich beruhen lassen möchte. Ja. Und insofern, man kann ja gar nicht häufig genug darauf hinweisen, dass die Debatte, die wir führen, eine jedenfalls sehr europäische, vielleicht sogar sehr deutsche Debatte ist. Für den großen Rest der Weltbevölkerung würde schon die Debatte als kurios gelten. Wir erleben ja weltweit nicht einen Rückgang der Bedeutung des Religiösen, sondern eher eine signifikante, teilweise natürlich auch besorgniserregende Steigerung der Bedeutung des Religiösen. Religiöser Fundamentalismus mit der gnadenlosen Instrumentalisierung vermeintlicher religiöser Wahrheiten für politische Zwecke gehört zu den Verirrungen dieser Entwicklung, deren logische Voraussetzung aber die Einschätzung, in diesem Fall der Überschätzung der Bedeutung des Religiösen ist. Ja, vollkommen zutreffend. Herr Dr. Lammert, erlauben Sie mir vielleicht gegen Ende noch einen Aspekt aufzugreifen, den Sie in Ihren anschaulichen Antworten an der einen oder anderen Stelle schon erwähnt hatten. Und zwar insbesondere diese Pluralität, die die deutsche Gesellschaft heute hat, in ihrer Geschichte nicht zu finden ist. Wir haben eine Gesellschaft, die nicht nur in Weltanschauung, sondern in Herkunft und hinsichtlich kultureller Aspekte so plural ist, wie sie in der deutschen Geschichte nicht vorzufinden war, zumindest das, was wir dokumentiert haben. Sehen Sie vielleicht auch in diesen Möglichkeiten der unterschiedlichen Ebenen, so wie sie jetzt etwa hier bei uns am Zentrum für komparative Theologie und Kulturwissenschaften betrieben wird, aber auch natürlich im Kleinen, wo Sie ja auch politisch in unterschiedlichen Kontexten aktiv sind, Möglichkeiten, dass dieser interreligiöse Dialog, dieser multireligiöse Dialog auch eine Möglichkeit schaffen kann, gerade diesen Entwicklungen, die wir jetzt im Verlaufe dieses Gesprächs unterschiedlich angemerkt haben und auch ausgeführt haben, entgegenwirken könnte, beziehungsweise aufzeigen könnte, dass man Religiosität auch anders verstehen kann, zeitgemäß verstehen kann, ganzheitlich verstehen kann.
Ja, also schon gar unter intellektuellen Gesichtspunkten ist der Beitrag natürlich gar nicht zu überschätzen, der durch solche organisierten Begegnungen von professioneller Religionslehre und damit auch gleichzeitig professioneller Religionskritik verbunden ist. Für den gesellschaftlichen Alltag würde ich mir davon jetzt allerdings nicht übermäßig viel versprechen, weil insofern die Theologie das Schicksal anderer Wissenschaften teilt, dass zwischen der Faszination der Wissenschaftler für ihren Gegenstand und der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für den gleichen Gegenstand eine bemerkenswerte Diskrepanz besteht. Und überhaupt nur da, wo eine wissenschaftliche Erkenntnis den Lebensalltag unmittelbar verändert, mit einer großen öffentlichen Aufmerksamkeit zu rechnen ist. Deswegen ist nach meiner Überzeugung für das Thema, wie hält eine multikulturelle, religiös diverse Gesellschaft diese Vielfalt aus, die persönliche Begegnung von Menschen der wichtigste einzelne Schlüssel. Damit korrespondiert im Übrigen ja auch aufs Schönste der stabile statistische Befund, dass unter denjenigen, die sagen, sie hätten von Religionen überhaupt keine Kenntnis, weder einer früher vielleicht eigenen oder hergebrachten, noch von anderen Religionen überhaupt keine Kenntnis, der Anteil derjenigen mit Abstand am höchsten ist, die die religiöse Vielfalt für eine Bedrohung halten. Und umgekehrt bei denjenigen, die sagen, ja, ich verstehe davon was, ich habe ein Verständnis der eigenen Religion, ich kenne was von anderen Religionen, nimmt der Anteil derjenigen, die diese Diversität für ein Problem oder gar für eine Bedrohung halten, statistisch signifikant ab. Also ich hoffe, ich trete Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen jetzt nicht zu nahe, aber ich fürchte, dass das weniger mit den luziden Erkenntnissen der Theologie zu erklären ist, sondern mit den unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontakten und Begegnungen. Im Übrigen, eine ähnliche Erfahrung machen wir ja mit Migrationserfahrungen. In dem Teil Deutschland, in dem es den geringsten Anteil von Menschen mit ausländischer Herkunft gibt, ist das Bedrohungsgefühl am ausgeprägtesten. In der Region, aus der ich komme, dem Ruhrgebiet, das überhaupt durch Migration erst entstanden ist, gibt es jedenfalls in der Mehrheitsbevölkerung kein Bedrohungsgefühl durch Migration. Und deswegen das, was im Alltag an Erfahrungen gemacht werden und deswegen auch gefördert werden kann, ist durch noch so kluge wissenschaftliche Traktate nicht zu ersetzen. Herr Dr. Lammert, ganz, ganz herzlichen Dank für diese sehr ehrliche Antwort diesbezüglich. Und ich stimme Ihnen vollkommen zu. Wir hier am Zentrum für Komparative Theologie sind es uns unserer Fähigkeiten und Unfähigkeiten im wissenschaftlichen, in dem wissenschaftlichen Kontext bewusst. Das Wunderbare ist, wir haben jetzt ein vom Land gefördertes Kooperationsplattform Komparative Theologie, in der wir tatsächlich das in die Gesellschaft hineintragen durch diverse Projekte, indem wir nicht nur auf wissenschaftlicher Ebene Begegnungen ermöglichen, sondern auch tatsächlich versuchen, auf einer Basisebene genau das zu ermöglichen, was Sie eben gesagt haben. Das heißt, in der Begegnung, in dem Austausch, dort, wo es eben absolut essentiell ist, diese Aspekte, die akademisch so schön seziert sind, auch unmittelbar in die Praxis hineinzutragen. Von daher hoffe ich, dass dieses Projekt dann genau dem dort Früchte trägt, auf die Sie jetzt gerade dankenswerterweise nochmal hingewiesen haben. Vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Interview. Ich habe es sehr genossen und habe viel gelernt. Wir danken Ihnen vielmals für die Zeit, die Sie sich genommen haben, und wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Restabend und hoffentlich dann auch noch einen schönen Feierabend. Das wünsche ich Ihnen auch, bedanke mich sehr für die Einladung und wünsche Ihnen in Ihren Bemühungen viel Erfolg, weil davon eben ja nicht nur ein solches Institut profitiert, sondern aus den geschilderten Gründen die Gesellschaft im Ganzen. Vielen herzlichen Dank.